Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zum neuen Video und es ist immer noch ein Sommervideo und nachdem wir letzte Woche am See waren und dieser schöne Sonnenblumenstrauß, mache ich euch nochmal den Link zu dem letzten Video rein, sind wir wieder eingeladen und bevor es, ja es geht so in Richtung Norden und ich habe zuerst überlegt, was ich mitbringe, ob ich eine Pflanze schenke, dann habe ich gedacht, nein, wir machen was viel Schöneres. Ich bin heute Morgen extra in den Großmarkt und habe gedacht, ich mache nicht nur ein schönes Geschenk, ich mache auch noch ein Video. Und da zeige ich euch jetzt in dem Video, wie man aus Disteln und Moos und ein bisschen Eukalyptus, wie man da so einen richtig schönen Kranz wickeln kann. Und dann hat man ein mega schönes Geschenk und das ist jetzt ein richtig tolles Thema für einen Sommerkranz. Für mehr Info, bleibt dran, nach der Intro kommen die Details. Also ich habe hier meinen Strohrömerkranz, das ist jetzt ein 30er Durchmesser. Das ist immer eine super schöne Größe für einen Türkranz. Es ist so die Standardgröße, weil wenn man nicht gerade eine Tür von der Villa hat, dann ist das wirklich super, super passend. Und Bestelllink zu dem Strohrömerkranz, den mache ich euch nochmal rein, weil ihr könnt mit 10% Rabatt bei Floristik24 auch diese Kränze bestellen. Normalerweise wickle ich den auch gern ab mit Kranzwickelband, aber ich habe festgestellt, ich bin hier noch nicht eingerichtet. Es ist immer noch etwas Provisorium und ich habe kein Kranzwickelband mehr. Leider. Tut mir leid. Aber ansonsten ist es natürlich schöner, mit Kranzwickelband abzuwickeln, weil dann guckt man von unten nicht auf das Stroh. Ja, aber nicht jeder dreht den Kranz herum. Insofern. Ja, jetzt folgt wieder mal ein bisschen Fleißarbeit. Weil es gilt, die ganzen die Disteln in so Stückchen zu schneiden, sowohl die blauen, die blaue Farbe ist mega, oder? Sowohl die blauen als auch die grünen. Ja, und dann brauche ich natürlich auch von dem Eukalyptus Stückchen, dass ich den mal so dazwischen machen kann. Und dann habe ich noch mein Moos, weil ohne Moos ist nichts los. Ein Moos ist eigentlich für die Kränze immer ein wunderschönes Füllmaterial, dass ich ein bisschen mehr Volumen in dem Kranz bekomme. Und jetzt nehme ich einen Wickeldraht. Wickeldraht gibt es auch bei Floristik24, wickel den am Anfang einmal fest. Wickeldraht sind immer die Drähte auf der Holzspule. Ja, es gibt auch noch Basteldraht oder Myrtendraht. Das sind Drähte, die auf den Plastikspulen sind. Und die sind auch dünner und zum Kranzwickeln eignet sich super der Wickeldraht, weil der ist einfach ein bisschen stabiler und da kann man mal so ein bisschen kernig anziehen, ohne dass der gleich reißt, was bei dem anderen Draht doch schneller der Fall ist. So, und dann fängt man eigentlich auch schon an zu wickeln. Deswegen zeige ich euch jetzt so den Anfang. Ich habe auch meinen Heißkleber hier mal nebenher angemacht. So fängt man an zu wickeln, indem man, es ist schön, wenn man immer von innen nach außen wickelt. Ja, kann man mal ein bisschen Moos nehmen und dann fängt man eigentlich schon an. Dann geht es jetzt auch los. Moment, ich muss noch mal zwei Blättchen Eukalyptus schneiden, dass ich da auch gerüstet bin fürs Wickeln, weil die restlichen, die schneide ich gleich. Da brauche ich jetzt ein bisschen. So, und dann legt man immer schön an, indem man die Disteln nimmt. Und ja, man kann auch mal so ein Stück nehmen, wo ein bisschen grün dran ist. Und Eukalyptus würde ich eher nach außen legen, finde ich jetzt ein bisschen hübscher. Und wenn man denkt, oh, die Finger sind voll, dann gehe ich her, wickel einmal drüber. So, und jetzt kommt eigentlich schon der Augenblick, wo ich ganz gut mein
Moos dazwischen ja auch immer gebrauchen kann. Moos spart halt ein bisschen Material, ja, wenn man dann ein bisschen Moos dazwischen legen kann. Und dann, wenn man, also ich bin jetzt im Besitz von sehr viel Distel, aber ich glaube, es hat nicht jeder so viel Disteln wie ich habe. Und wenn man dann ein bisschen Moos dazwischen macht, und das gleiche gilt ja dann, das kommt im Herbst, das wird wunderschön für die Herbstgrenze. Da spart man natürlich dann auch Material und bekommt Volumen. Und ihr Lieben, ich glaube, ich bin jetzt hier beschäftigt in meiner Werkstatt. Und nachher, wenn ich dann mal hier so deutlich weiter bin, dann geht es darum, natürlich auch noch eine schöne, eine attraktive Unterlage zu machen, dass wir den richtig toll schenken können. Aber bis dahin bin ich beschäftigt und nachher geht es dann weiter, wenn wir weiter sind. Und es gibt noch einen kleinen Hinweis, das mache ich jetzt nachher auch, wenn wir an eine Stelle kommen, wo ich dann nicht mehr hier drunter wickeln kann, dann nehme ich den Heißkleber, mache ein bisschen Heißkleber auf die Stiele und kann das hier so anheben und kann dann die restlichen Stücke einfach hier dazwischen kleben, so dass ich den Übergang doch mit ein bisschen Kleben mit dem Heißkleber schaffe. Das erleichtert dann das Ganze. Ja, und ich würde sagen, wir sehen uns gleich, wenn ich dann fast fertig bin und diesen Kranz richtig toll einpacke, mit schönen Bändern bestücke, weil er gehört natürlich weiß und blau, ja, vielleicht auch ein bisschen schönes Schwarz-Weiß-Karo. Ich suche da noch was Tolles raus und die zeige ich euch dann. Bis später! Etwa eine halbe Stunde später bin ich aus meinem Werkraum aufgetaucht und habe diesen schönen Kranz mit diesen, ja, mit diesen grünen und blauen Disteln, mit dem Eukalyptus, mit Moos gebunden. Und kein Mensch sieht, wo die Stelle ist, wo ich zugemacht habe. Das ist auch gut so, das bleibt nicht mein Geheimnis. Und dann habe ich hier ein schönes, passendes Band dazu ausgewählt, beziehungsweise zwei Bänder. Ich wähle mal ganz gern zwei Bänder. Eins, das nicht durchsichtig ist und ein anderes, das durchsichtig ist. Und damit der Empfänger schauen kann, wie lang er das Band machen möchte, lasse ich das immer offen für die Verpackung und dann kann man selber, wenn man das, ja, wenn man schaut, wie lang der Haken an der Türe ist, macht dann einfach einen Knoten und da ist jetzt genügend Länge dabei und ich fand dieses schöne, dieses Weiß und dieses zarte Blau fand ich jetzt einfach zu den Disteln so richtig passend und richtig toll. Ja, und dann, es macht ja immer Die Geschenkverpackung macht ja auch immer noch die Stimmung beim Geschenk. Was ich jetzt hier noch gemacht habe, ist, ich habe einfach ein Stück, Moment, das Moos krümelt schon immer, ich habe einfach ein Stück Pappe genommen und habe das, sieht man es von unten, ja, die kleinen Geheimnisse, und habe das mit einem einfarbigen Papier bezogen. Ich finde dieses einfarbige Papier auch deutlich schöner zu dem Kranz und bringt schöner den Kranz zur Geltung als ein gemustertes Papier. Und hier sieht man auch, also das macht den so richtig toll. Dann lasse ich die Bänder einfach hier in die Mitte reinlaufen und dann kann man sich ja wirklich überlegen, wie man es gerne gestalten möchte. Ja, und des Weiteren habe ich eine Folie. Ich bin zwar eigentlich Foliengegner, aber ich muss sagen, bei manchen Sachen ist es einfach schön zum Schenken, eine Folie zu haben. Und ich sammle auch oft Folien und verwende die auch oft wieder. Nehme die Folie und ich habe jetzt hier einen Tacker. So. Und also die ist jetzt fast ein Tick zu kurz, aber es muss auch nicht immer alles ganz geschlossen sein. So, doch, sie geht zusammen. Das ist wunderbar. Tacker also auch noch meine Folie schön zusammen. Und es lebt auch, so eine Geschenkverpackung lebt natürlich auch immer davon, dass man schöne Bänder verwendet. Und deswegen habe ich auch in meinem Werkraum, ich habe so schöne Bänder und so schöne Sachen. So, die Tackernadeln sind alle. Ich mache das später nach dem Video. Ihr habt die eine Seite. Das ist natürlich wieder live.
wie es im Video so ist. Ich habe einfach zwei hübsche Bänder zusammengesucht, auch wieder in hellblau und weiß. Und weil meine Tackernadeln jetzt alle sind, nehme ich diese Bänder und knote die einfach nochmal über die Stelle, an der ich die zwei Folien zusammengebunden habe und würde die einfach, ja, ich kann ja mit dem hellblauen nochmal eine Schleife machen, aber ansonsten lasse ich die einfach mitlaufen und finde auch, dass das Geschenk dann wirklich jetzt schön genug eingepackt ist und es muss auch nicht alles so ganz zu sein und es macht eine viel schönere Wirkung, das auf dieser Pappe zu schenken, wie wenn ich jetzt nur den Kranz nehme. Und es gibt noch einen kleinen Nebeneffekt, die Disteln, die pieksen ganz schön. Und ich will die gar nicht so direkt in die Hände vom Empfänger, weil sonst sagt er nämlich, au! Ja, aber sie sind ein Traum und ich freue mich total darauf, dieses Geschenk zu übergeben. Ihr Lieben, viel Spaß beim Nachmachen und es gibt auch noch eine ganz tolle Playlist mit wunderschönen Kränzen, sommerliche, herbstliche Kränze. Und die blende ich euch nochmal ein, weil da gibt es meine schönsten Kranzideen. Und ich habe mir jetzt auch während der Wochen, als mal kein Video kam, ich habe mir die Mühe gemacht, diese Playlist nochmal neu zu sortieren und so richtig schön zusammenzustellen. Und die blende ich euch ein. Guckt euch die an und ich wünsche euch ganz viel Freude beim Nachmachen. Tschüss und alles Liebe von eurer Margit. In meiner neuen Playlist habe ich dir über 20 herbstliche Kranz- und Deko-Ideen zusammengestellt. Die solltest du unbedingt anschauen.